und herzlich willkommen bei den Nachrichten auf WinTV. Ich bin der Suli. Und ich bin die Karin. Letzte Woche war die Geburtstagsfeier der Uni-Brennt-Bewegung in der Arena. Wir waren dort, haben mitgefeiert und zeigen euch jetzt den Bericht. Die Arena ist ein ganz besonderes Gelände, das ist mehr oder weniger übergeblieben aus der Schlachthofbesetzung irgendwann in den 70er Jahren und hätte eigentlich ein autonomer Raum sein sollen und war es auch eine Zeit lang. Ja, und der Patrick verbindet halt mit dieser Schlachthofbesetzung eine sehr persönliche Geschichte und der wird uns jetzt was drüber erzählen. Meine Eltern sind eine der Original-Arena-Besetzer. Also ich lasse mir das nicht. Ja, voll. Also das war in den 70er Jahren, da gab es mehrere Proteste auf einmal, warum die Arena besetzt worden ist. Also erstens mal, weil es ein Riesenort, der einfach demoliert hätte gehören. Also, und dagegen haben sich die Leute gewehrt und die haben das gleichzeitig als politischen Protest für Zivildienst verwendet, gegen Studiengebühren, für mehr Frauenrechte. Also die Arena ist eigentlich einer der großen Gründe, warum wir viele unsere sozialen Leistungen überhaupt haben. Also, und ich finde das echt schade, dass es so ein kommunizierter Misthaufen geworden ist. Ich meine, ich wollte da vorher rein und die wollte 20 Euro von mir, dass ich in diesen kleinen Beisel reingehe wegen der Musik. Who the fuck are they? Ein Tag vor der Audimax Geburtstagsfeier ist der Wagenplatz in der Baumgasse von Einsatzkräften der Wege geräumt worden. Wir waren dort und haben einen Bericht für euch, wie das abgelaufen ist. Den schauen wir uns jetzt an. Wie viele Polizisten sind da? Ach so, kann ich schlecht einschätzen. Ich würde sagen so um die 50 bis 100, würde ich sagen. Der Wagenplatz in der Baumgasse wird geräumt. Die Kosten für die Abschleppaktionen belaufen sich auf geschätzte 6.000 bis 10.000 Euro, die von den Bewohnerinnen bezahlt werden sollen. Politikerinnen spielen Vogelstrauß und stecken den Kopf in den Sand. Die Bewohnerinnen stellen folgenden Text auf ihre Homepage. Wir fordern sofortige Aufnahme von Gesprächen mit Verantwortlichen der Stadt Wien. Verhandlungen über Zwischennutzung auf Plätzen innerhalb der Stadt Wien. Sofortiges Ende der Repression gegen Wagenbewohnerinnen in Wien. Wir möchten uns nicht mit der Polizei oder Behörden herumplagen müssen, sondern mit den wirklich Verantwortlichen über Lösungen sprechen. Wir möchten diese Stadt verändern und weiterentwickeln und uns nicht mit einem vorgegebenen, passiven und geregelten Leben abfinden. Wir werden Wien verändern, wir werden hier selbstverwaltetes Wagenleben ermöglichen. Soweit der Text von den Wagenplatzbewohnerinnen. Solidaritätsgrüße kamen leider nicht von der direkt unmittelbaren Nachbarschaft, nämlich der Arena Wien. Am 24. Oktober hat sich eine Gruppe von ca. 5000 Studierenden und Menschen aus der Zivilgesellschaft zusammengefunden, um gegen die tiefen Einschnitte der Bundesregierung zu demonstrieren. Die Demonstration hat stattgefunden am Stephansplatz vom Haashaus, wo die Sendung im Zentrum stattgefunden hat.
Weißt du, was dann über uns geschrieben worden ist, Soli? In Österreich und in der Krone ist dann gestanden, wir hätten den Übertragungswagen sabotiert und ausgesteckt. Ja? Ich meine, wieso sollten wir das machen? Zuerst winken wir rein, hallo Kamera, mit unseren Protestplakaten und so. Wieso sollten wir das ausstecken, ehrlich mal? Zumal vorher ja schon der Ton ausgefallen ist. Also, schon amtliche Erklärung des ORF in diesem Zusammenhang. Und jeder kann sich selber Urteil bilden, wie ernsthaft und seriös die Presseaussendung war. Ja, das waren wieder mal die Nachrichten auf windtv.org. Ich bin der Soli. Und ich bin die Karin und wir sehen uns nächste Woche wieder. Same time, same stations. Baba.